Wenn wir jetzt die Revision anschauen, dann haben wir eigentlich, wenn wir ein bisschen böse sind, eine kleine Teilrevision gemacht. Wo sehen Sie noch Ansatzpunkte für eine künftige, umfangreichere Revision vom JKG? Also ich denke, einer von den grossen Punkten, den wir sollten mal angehen, ist ja der, der eigentlich 1994, wo das Parlament beraten hat, vergessen worden ist. Also man hat ja, ich glaube, in den 70er Jahren angefangen, eine grosse Revision planen vom Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz. Hat dann sehr lang ist man gesessen, ich glaube etwa fast 14, 15 Jahre lang hat man beraten. Nachher hat man das Gesetz schubladisiert, nach 10 Jahren wieder aus der Schublade rausgeholt und einfach gerade umgesetzt, verabschiedet. Und man hat gesagt, im 97 wird das in Kraft gesetzt. Und die grosse Problematik war, dass man eigentlich gerade zum Beispiel Konkursentwicklungen rund um die Schweiz herum, in Österreich, ich denke Deutschland, auch Frankreich, wenn man als Chapter 11 denkt, in den USA, das hat überhaupt keinen Einfluss gefunden in die Revision des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts. Und ich denke, dort ist einer der grösseren Baustellen. Heute ist es doch einfach so, dass wenn jemand einen Konkurs macht, dass er dann eigentlich wie eine Tabula Rasa hat. Er kann einfach im Prinzip Insolvenzerklärung abgeben, ich bin zahlungsunfähig, muss einen Kostenvorschuss leisten und nachher hat er wieder eigentlich null Schulden. Und überhaupt keine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber, den Gläubigen gegenüber, was jetzt weiter passiert. Und ich denke, da haben natürlich die umliegenden Länder, wie Deutschland zum Beispiel mit dem Restschuldbefreiungsverfahren, sehr viel konsequenter angegriffen. Und das ist bei uns schlicht und einfach nicht passiert. Und das zahlen wir jetzt ja auch, respektive wir zahlen es nicht, der Gläubiger zahlt es. Seine Interessen sind eigentlich relativ schlecht geschützt.